Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg aus Shadowlands und zwar aus Patch 9.2 und den finden wir einmal unter Erkunden und dann Shadowlands. Der Erfolg schimpft sich einmal die Apokalypse und dafür müssen wir Folgendes machen. Benutzt Pokopok, um 100 Wildtieratoma im Zermortes zu übernehmen. Als erstes brauchen wir natürlich hier unseren kleinen Freund. Den kriegen wir, indem wir die Questreihe am Anfang spielen, also die Kampagne, ich glaube bis Rang 3 müssen wir spielen, also Kampagnenabschnitt 3 müsst ihr auf jeden Fall haben. Dann schaltet ihr hier das Labor von Firm frei und sobald ihr das habt, könnt ihr dementsprechend diesen kleinen Typen beschwören und habt dann hier auch Zugriff auf diese Schiff- und Forschungskonsole. Und hier müssen wir jetzt was Bestimmtes erforschen. Und zwar in der dritten Reihe, das erste, Verständnis des Dakarparischen, schimpft sich das. Und wenn wir das haben, können wir nämlich mittels unserem kleinen Diener hier einmal Atoma übernehmen. Dafür müssen wir immer ein bisschen Energie aufopfern. Normalerweise habt ihr 10 Energie und die regeneriert sich relativ langsam. Wenn ihr das Achievement machen wollt und es halbwegs schnell erledigen wollt, würde ich euch empfehlen, ein paar Sachen mitzunehmen. Es gibt einmal hier eine Geschichte, dass der Typ schneller Energie regeneriert. Das kann man dreimal skillen, dann kriegt man eine Energie alle 3 Minuten. Und dann kann man den Pool der Energie noch ein bisschen erhöhen, insgesamt auf 16. Dann habt ihr einfach eine schnellere Regeneration und ihr habt zusätzlich noch einen höheren Speicher an Energie und dann ist das alles ein bisschen angenehmer. Zusätzlich gibt es auch noch eins von diesen Chiffren-Ausrüstungsteilen. Und zwar, dass ihr keine Energie mehr verbraucht, wenn ihr einen Mob übernehmt. Ich habe das Ding mal gehabt, habe es leider verkauft. Falls ihr das noch rumflattern habt, könnt ihr das für das Achievement hernehmen. Falls ihr es nicht habt, ist auch nicht wild. So, wir laufen jetzt rum und suchen uns jetzt Atoma, die wir übernehmen können. Hier unten liegt einer, den kenne ich unter anderem schon. Also gleich hier im Lager. Die haben etwa so eine Abklingzeit so von 3 bis 5 Minuten, irgendwie sowas um den Dreh rum, dann könnt ihr sie wieder übernehmen. Ja? Ich habe mir auch schon mal ein paar Makros rausgesucht. Hier seht ihr das, 1, 2, 3, 4, 5 und irgendwas. Wenn ich die jetzt drücke, da sind Koordinaten gespeichert. Ich kann euch das auch mal zeigen. Hier, das sind Koordinaten von den Mobs. Die kann ich euch gerne auch in die Infobox mit reinpacken. Und wenn wir dann auch mal auf die Map gucken, seht ihr, da gibt es eine ganze Menge an Viechern, die hier rumliegen. Im Endeffekt, wenn ihr das Achievement effizient machen wollt, geht er einfach her, klickt den an, dann wird er der Kleine den übernehmen. Ich habe schon 99 vorbereitet, also sprich, ich bin schon ein bisschen rumgelaufen. Dann habt ihr hier so einen Diener, der hat auch eine extra Fähigkeit. Die solltet ihr am besten nicht einsetzen, denn die kostet auch eine von seiner Energie, macht zwar relativ viel Schaden, aber wir wollen ja das Achievement machen. Und ja, dann lauft ihr einfach so lange hier rum und tütet die Typen ein, bis ihr dementsprechend die 100 zusammen habt, beziehungsweise bis eure Energie halt verbraucht ist. Und dann müsst ihr halt wieder ein bisschen warten, ihr könnt auch umloggen, was anderes dabei machen oder hier halt irgendwie hier Rares töten und andere Sachen. Übrigens, wenn ihr halt das schnell machen wollt, also sprich, einen übernehmen, gleich weiter, ihr habt dann natürlich hier den Typen eine Weile, ihr könnt dann einfach hier mit ihm quatschen, Atoma entfernen und dann könnt ihr den nächsten übernehmen. Ne? Also ihr müsst dann nicht die komplette Zeit abwarten, sondern ihr könnt dann direkt zum nächsten gehen. Das können wir jetzt spaßhalber noch machen. Also da hinten ist direkt der nächste auf der Map und da geht ihr dann einfach auch wieder hin. Könnt ihn anklicken und dann können wir den auch wieder übernehmen. Ihr seht, jetzt habe ich 15 von 16 Energie, also eine habe ich aufgebraucht. Da können wir wieder hin, rein und gut ist. Ihr könnt es natürlich wenn über die Zeit auch machen, den Typen mitnehmen und immer mal wieder, wenn ihr einen seht, quasi übernehmen. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement Guide. Mehr ist es ehrlich gesagt nicht. Ihr braucht halt erst ein paar Chiffren der ersten, um das Zeug skillen zu können. Die kriegt ihr aber hier aus allen Kisten raus. Von Rares kriegt ihr die raus, von Daily Quests. Also die kriegt ihr über die Zeit genug und ihr solltet halt ein bisschen beachten, dass die Skillung, die ihr auch braucht, halt, wenn ihr das erste Mal mit einem Char skillt, eine gewisse Zeit braucht. Mit jedem Twink geht das dann tatsächlich schneller, weil wenn man muss nur einmal quasi diese volle Zeit, ich glaube, das sind 3-4 Tage, die man braucht, benutzen. Und wenn man das dann mit einem Twink auf dem Account nochmal macht, dann dauert es nur noch die 5 Sekunden. Da hat bis jetzt so eine kleine Catch-up-Mechanik gebastelt. Gut, das soll es eigentlich gewesen sein mit dem Guide-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhauen. Schaut gerne in die Kommentare, da werde ich euch die Koordinaten verlinken und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dann, ciao.